Und herzlich willkommen bei Thora, Matt und Fred und natürlich dem namenlosen Schmied hier. So, wir sind ja inzwischen ein namenloses Schmied. So, wir haben bei Harald angeheuert und sind bei ihm das letzte Mal hier in die Lehre gegangen. So, Kinder, kommt mal mit. So. Brian. Naja, mehr oder weniger. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Nee, ich bin der Lehrer von Meister Harald. Was? Deine Ablösung ist da. Deine Ablösung ist da. Ich bin nur Gehilfe. Ich bin schon froh, wenn ich mal einen Deutsch schmieden darf. Ey, dass wir den Satz sagen können, das wusste ich gar nicht. Jo, okay. Der trampelt hier wirklich ab. Guckt euch das mal. Das ist mir ja völlig neu. War das immer schon so? So, warte mal. Womit denn? So, warte mal, wie war denn das jetzt? Ja, ich habe noch nie großartig geschmiedet. Ich will das jetzt mal machen hier mit euch. Ich will euch da mal mitnehmen auf diese Schmiedereise hier. Da bist du ja wieder. Ja. So, bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Die Frage ist, will ich das wissen? Zwei Lernpunkte. Ich habe 10. Kriegst du aber nicht. Das Problem ist, wenn wir in die Schmiedelehre gehen, wollen wir das Schwert schmieden lernen. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das, was ich ja wollte, aber weil wir Schmied sind, nur weil wir jetzt die Lehre angetreten haben, lassen wir uns das mal beibringen. Ja, lassen wir uns das jetzt mal beibringen, nur um diesen Flair hier aufrecht zu erhalten. Es ist ganz einfach, Junge. Ja. Yeah. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Mhm. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Ja. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Ja. Deine ersten Schwerter werden keine Meisterwerke, aber alles Weitere kannst du ja noch später lernen. Jo, danke schön. So. Zweihandschmerz. Ja, genau genommen, wir brauchen es ja tatsächlich irgendwo, wenn wir jetzt... wir werden es wahrscheinlich brauchen. So, ordentliches Schwert schmiedet so. Wir machen mal mit dem ordentlichen Schwert. Wir legen da mal los. So, Harald, mein Freund, jetzt obere Viertel können wir immer noch gehen. So, womit denn? So, besorge dir Rohstahl. Ja, der Typ, wo wir uns Rohstahl besorgen können, der ist gerade hier reingetrampelt. Brian, Dachmeister. Wir können ihn hier wirklich reinschicken. War das immer schon so? Du darfst weitermachen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Ja. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohle... Ja. 7 Stück kostet mich 20 Mark. Ich erwarte dich. So, du kannst von mir, was kannst du von mir kriegen? Die Orca zu zwei Kröten hier. Teleporterstein kriegst du natürlich nicht. Ich muss dann mal gucken, ob die sich mitteleportieren. Das können wir mal testen dann. Ja, wenn die sich nicht mitteleportieren, ja, die Bande hier. Aschmorra. Ach, das ist wieder das übliche halt. Ja, wir kriegen einfach nichts für unser Geld. So. So, wir machen mal 2. Wir probieren das mal mit 2, ob wir das hinkriegen. So, ich habe so selten geschmiedet in den Gothic-Spielen. Egal jetzt ob 1 oder 2 oder 3 oder 4. So, Schmiedefeuer. So. So, womit denn, oder? Womit denn? Genau, wir haben ja nur 2 gekauft. So, jetzt ist natürlich der Amboss besetzt. Womit denn? So, kannst du mal Platz frei machen? Da bist du ja wieder. Ja, ich schieb ab. So, verpiss dich. So, ich muss hier arbeiten. Oh, warte mal. Womit denn? Ja, ey, ach so, Wassereimer. Ich meine, dieser Prozess, der ist natürlich schön eingebaut von Piranha-Bald. Schwert. Genau. So. Aber das Problem ist, wenn man jetzt was weiß ich, wie viel Waffen schmieden will. So. Können wir das tragen? Macht das mehr? Das Problem ist, was hatten wir bisher? Die Nagelknüppel hatten wir, oder? 25. Das Ding macht 40. Wir haben Reichweite. Die hat Reichweite 90. Die haben ja wieder die Reichweite mit eingebaut. 90. 60. Jo.
So, und wenn wir dem jetzt sagen, ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen, verkauft er dann alles oder nur da das, was ich ja nicht wieder angelegt habe? Gucken wir mal. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ja, ist schon weg, gut. Gucken mal. Gib her. So, ja. Und hier hast du deinen Lohn. Einen Gegenstand haben wir ihm gegeben. 75 Gold, wir haben 20 ausgegeben. 40 insgesamt. Schwert. Legst du das wieder an hier? Das ist das Schwert. Ja. Aber könnten wir natürlich eine Menge Gold machen hier, das ist klar. Wir sind mit 80 Euro hier reingegangen. Ist da was, dann machen wir das mal. Komm, machen wir. So. So. Hey. Ich meine, es ist natürlich, wie gesagt, lukrativ hier mit dem. Was kann ich? Ich könnte. Ja, 5. Kostet mich 100 insgesamt. Wir nehmen mal alle 5. Wir gehen mal rein mit dem Einsatz. So. So. Ich brauche ja nicht mitzählen, irgendwann wird das schon sagen, dass er keine mehr hat. Das Blöde ist, dass der ständig auf dem scheiß Amboss da rumhaut und ich da nicht rankomme. Genau. So. Das bringt das lukrativ jetzt mehr als die Fälle. Aber keine Angst, ich werde auch nicht anfangen, hier offscreen oder sowas zu schmieden. Da bist du ja wieder. Wenn wir sowas machen, dann machen wir das natürlich hier in der Folge. Ich will euch ja bei jedem Schritt hier irgendwie mitnehmen. Ja, verpiss dich. Es gibt natürlich auch, glaube ich, Mods oder Original, irgendwo war das. Da verlassen die den Amboss wirklich nie. Das ist auch von Mod bedingt, dass hier der nicht absetzt. Beim Ofen setzt er ja ab, aber hier beim Amboss jetzt nicht unbedingt. Weil ich erinnere mich an Odyssey, wo ich eine Stunde da saß und auf dem Schiff da die Schwerter geschmiert habe. Gewöhnliche Waffe 1. 2, 3, 4, 5. So, nur das alle. So, eins haben wir anlegen. Das heißt, er müsste jetzt 5 Waffen hier verkaufen. So, wir haben 1 anliegen und 5 haben wir zum Verkauf. 450. So, Dachmeister. Da bist du ja wieder. So. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. So, und hier hast du deinen Lohn. Jo. 375. So, das legen wir natürlich an, mit das benutzen wir halt. So, aber es macht sich. Stimmt, wir könnten ja mal einen Einsatz bringen hier. Und hier, was wäre es hier ein Hinder bei uns im Team? Wer hier ist Matt zum Beispiel, der hat ja bloß einen blöden Knüppel hier. Da könnten wir ja hier, der hat auch. Da könnten wir ja mal hier Rohlinge holen, da könnten wir mal hier Waffen schmieden. Und dem Fred und dem Matt hier mindestens auch so eine Waffe geben. Das ist ja nicht verkehrt. So, die Tora, die hat ja ihren Stab. Was machen wir mit Tora? Ein paar auf ihren nackten Arsch klatschen. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall dafür. So, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt Rohlinge her? Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit. Ja, gucken mal. Wir haben jetzt 390. Wir haben mit 80 angefangen. Dass ja. Wirken Bilias Einhalt. Mich brauchst du das nicht. So, wir gehen mal in den Marktplatz. Ja, wie viel? Die Flut kommen, ich meine, dadurch, dass er bei den. Außer jetzt beim Feuer. Dass er bei den restlichen Handwerken da, bei den Eimer, bei den Bambus und sowas, dass der halt nicht updatet. Das geht doch recht flink dann doch. So. Aber wie gesagt, im Original oder zumindest bei Odyssey dann auch, da hat er ja ständig abgesetzt. Das ging mir irgendwann auf die Nüsse. Ja, da hab ich keinen Bock drauf. Er sollte lieber den Mund haben. So. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir er sollte lieber so, den Mund du hast dich Rohling. Guck mal hier, 5 Rohlinge hat er noch. Da können wir noch mal ein bisschen Gold machen. Jeder. Rohstahl. So. Hätten wir uns sogar Tora leisten können. So, Rohstahl. Machen wir. So. Das ist wirklich ein lukratives Geschäft. Ich glaube, da nicht mitgenommen, wirklich. Ja, machen wir mal. Machen wir die Schmiedefolge draus. Was sagt denn der dazu? Nö. Zeig, such dir was. Ja, Rohlinge für mich. Ja, dann kannst du mich mal in die Füße fassen. Ich muss weiter. Ja, ja. Na, pass auf. Da würden wir das folgendermaßen machen. Gold ist Gold, aber Power ist auch Power. Ehrlich, so, dann machen wir jetzt noch mal ein paar Schwerter hier. 2. Das kann ja nicht.
Ja, wir verteilen die, wie gesagt, ja, an Matt und an den Fred. Und wir können die ja tauschen. So, Tora braucht wieder 3 Stunden hier. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias. Warum sie lange braucht, ist ja richtig. Guck mal hier. Das ist wegen den Tippen. Das ist, wenn die länger schneller läuft, da wabbelt das. Das tut ihr weh. Aber wenn sie langsam läuft, das schwingt die Bücher. Adanos aber sah, dass so, nun das ist ein ganz Schmerz für die Frau. Wir müssen ja ein bisschen an ihr Wohlbefinden denken bei der Frau. Das ist ganz wichtig. Wir wollen sie ja nicht durch sehr hier trizen. So. Das ist wieder unter allem Niveau hier. So, das wird nicht besser, Leute. Keine Angst. Das Niveau, das steigt nicht mehr. Das bleibt auf dem Niveau. Das Niveau bleibt auf dem Niveau. 1, 2, 3, 4. Das größte Theater hier ist immer hier mit dem Schmieden, dass hier der Armbord und sowas frei ist. So, womit denn? No. So, jetzt machen wir Platz hier. Ja. Jo. Warte mal. Da bist du ja wieder. Nein, hau ab. Jo. Das heißt, wir werden dann auch so größere Schwerter schmieden lernen. Da brauchen wir aber dann Zutaten, ich sag mal Erz und sowas gerade. Weil wir wollen ja am Ende vielleicht auch diesen großen Erzdrachen töten. Womit denn? Weißt du, so. Haben. So. Matt, beruhige dich. Nimm die Finger von Dora, ich sag's dir. Ich hau dich um, ich sag's dir. Matt. Ich steh nicht auf so einen Rüpel wie dich. Ich steh drauf Rüpel wie mich. Ne, großer Unterschied. Genau, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Hier kommt mal kurz beiseite. Ich meine, wir können ja tauschen hier, pass mal auf. So, Mut. Ich weiß nicht, ob der Dinger überhaupt tragen kann. Ausrüstung. Was ist denn Ausrüstung? Was war das denn? Lass uns tauschen. Ich habe Klamotten für dich. Ich will deine Rüstung. Das ist. Gib mir, was du hast. Nee. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Habe ich die? Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Schmiedeschürze. Meine Schmiedeschürze kriegst du nicht. Ich lass muss uns tauschen. Meine Bauerklamotten abgeben. Für die ich hart gearbeitet habe. 10, also mal sehe ich das hier irgendwo. Weil ich weiß nicht, ob die jetzt hier eingebaut haben. Wie viel Taktikeinstellung? Der hat was. Ja, der muss das, die müssen das ja auch tragen können, das ist es ja. Stärke 22. So, was hat Fred? Stärke 22. Das Ding ist, ich werde den wahrscheinlich die Waffe hier. Die braucht Stärke 30. Ich glaube, den jetzt die Waffe zu geben. Das ist jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, was werden die schon so eingestellt haben hier? Dass man hier wirklich. Hier hat Stärke 20. Das heißt, wir müssten vielleicht noch eine Stufe warten. Ich weiß nicht, ob die sich hier. Wie viel Stärke habe ich selbst? Ich habe 30. Ganz genau so, dass wir es tragen können. Da warten wir noch mal. Ich glaube, die ziehen die Waffen dann auch tatsächlich nicht an, würde ich jetzt behaupten. Deswegen geben wir den. Du ja wieder. Ja, pass auf. So. Ich will mal. Gut. So, und 5 Gegenstände gegeben, genau. So, okay. Das heißt, wenn die Kameraden hier, Fred und der andere da, ich weiß nicht, wie das mit Tora aussieht, ob sie mit Einhand kämpft. Stand es auch dabei. Da werden wir hier der Bande bei Gelegenheit mal, wie gesagt, solche geschmiedeten Waffen gegeben. So. Toras Stufe. 4. Geschick 22. Mana 09. Mann, lass doch mal stehen, Entscheid. Maximale Lebensenergie, Talente. Einhand 8. Zweihand. Also Tora, für Tora bräuchten wir Zweihand zum Beispiel. Fred. So. Einhand, Zweihand. Das ist beides ausgeglichen eigentlich. So, und bei Matt? Was hat der? Also wir haben, das ist wie bei Fred eigentlich, wir bräuchten Rüstungen, wir bräuchten auf jeden Fall Rüstungen. Das heißt, wir bräuchten, der erste Ansatz wäre jetzt eigentlich hier, die Liebestalente hier zu fördern.
Ich meine, Gold haben wir. Warte mal. Komm her. Warte mal, was braucht ihr, was mussten wir jetzt machen, damit er mir das Schlösser bei knacken? Das hat mich der Ramon bei der Atari Edition schon gefragt. Grüße an Ramon gehen raus, falls du hier rein siehst. Weil ich bilde mir ein, das hat ja immer hingehauen mit Gritter zusammen. Aber ich weiß nicht, ob wir dem das mit Gritter da hätten sagen sollen, dass wir für den hier das, ja, keine Ahnung. So, was weißt du, Kannst du mir. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Wie viel Verleiche? Komm hier, mach einfach. Gut. Mach einfach. Das habe ich noch nicht gewusst. Kannst du. Warte mal, wie die Triche. Kannst meine. Weil ich würde schon die Rüstung da hinten zum Beispiel haben wollen aus dem Lager da. Die Triche kosten mich 100. Ich brauche noch Gold für die Bruchrollen. Die Bruchrolle. Dass du was dachtest, das haben wir schon 20 Mal probiert. Ohne die Akrobatik brauchen wir das Ding immer nicht weiter versuchen. Das ist verschwendet Liebesmühe. Ja. Deswegen gehen wir jetzt hin und holen uns unseren Schlafzauber. Oder hatten wir uns den schon geholt? Nicht, dass wir jetzt umsonst da hinrennen. Nee, hatten wir noch nicht. So. In seiner Weisheit tat es. Das ist unsere Investition, die wir jetzt mit dem Schwert dahinter gemacht haben. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe was anderes gehört. No, da könnten wir vielleicht der. Aber das Ding ist mit der Tora eine Rüstung geben. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, mich hier die ganze Zeit hier an dem Anblick auf ihre nackten Arsche zu erfreuen, aber das ist taktisch ein bisschen unklug. So, deswegen werden wir gucken, ob wir für sie da auch was finden. Damit sie ein bisschen besser geschützt ist. So, was wollten wir jetzt machen? Was du nicht sagst. Ach, erzähl mir nicht sowas. Er erzählt alles weiter. Mein Mann sieht das anders. Genau. Wirklich? So. Das ist ja, manchmal habe ich das. Schlimmer. So. Er erzählt alles weiter. Du, ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Weder noch das eine, das andere. Ich brauche hier, guck mal hier. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gott. Er sollte lieber den Mund halten. Sprache, und es wird noch viel schlimmer. Anhören, klar. So, und wenn wir jetzt für Fred, warte mal, würde Fred eigentlich die Rüstung geben? Das ist ja so ein Knochen, Mann. Bringt das eigentlich was, dem eine Rüstung zu geben? Weil Dings hier, dem Matt, der hat ja schon eine Bürgerkleidung. So. Ich glaube nicht, dass da hinten zwei Dings drin sein werden. Weil das Witzige ist eigentlich, bei dem, was wir gerade investieren hier, um da hinten die für Lederrüstung kostenlos aus der Truhe zu ziehen, da hätten wir sie für 250 Kröten eigentlich auch kaufen können. So. Bleib zurück. Warte mal, wen haben wir jetzt angequarkt? Alles in Ordnung? Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's. Und zuletzt. So, so, Ausrüstung. Ausrüstung. Warte mal, Ausrüstung, könnten wir dir eine Rüstung geben? Aussehen. Das ist, jeder hat irgendwie. Aussehen. Was ist Aussehen? Standard. Achso, das war das Ding. Ja. Das darfst du keinem erzählen. Und das mit der Rüstung, das konnten wir nur bei ihm machen. Ausrüstung. Ja. Und Belia verlieh ihm einen ich will deine Rüstung. Hier hast du was. Ich habe Klamotten für dich. Auf so. Das ist das Land zerstöre. Aber Inos sah, was geschehen war. Genau. Ist Tora ja zum Beispiel nicht unsere nackteste Figur, die wir hier dabei haben. Das ist immer noch Fred. Er ist so nackt, der hat noch nicht mal Haut und der hat nur Knochen. So, na, dann wollen wir mal. So, mal gucken, ob wir hier die Bürgerkleidung. Ich habe ganze andere Kram, der da hinten drin ist. Haben wir überhaupt genügend Mana? Kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, stimmt, da war ja was. Wird sich das jemals wir mussten ja auch noch Mana lernen dafür. Leck mich doch mal auf. Das ist. Warte mal, guck mal hier. Ja, diese Fackel. Da kannst du hier nichts dran ändern. Das hat er wirklich. Ich meine, mit der Fackel, das hält uns davon ab, ja, zu rennen. Aber ich so, sehe, wie Tora hier hinterher eiert. Ich glaube, da können wir uns das Rennen eigentlich auch sparen. Ja. Warte mal. Ja, komm, wir auf so Quaken, mach einfach. Ja. Ich würde, es wird noch viel. Ja, 5 Lernpunkte hätten wir noch im Gepäck, können wir mitnehmen. Möglich. Dann müssten wir jetzt 10 Mana haben.
Ich meine, zum Teleportieren brauchen wir die ja auch. Also von daher ist das jetzt eigentlich nicht unbedingt weggeworfenes Geld. Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Ja. Aber der Mensch und das Tier. Ja, dann holen wir uns mal die Klamotten da. Ich hoffe, der wacht nicht zu früh wieder auf, bis wir uns die. Ich habe da meine eigene Meinung. Sachen geholt haben. Ich habe was anderes gehört. Ich weiß nicht, ob Regis uns da jetzt im Weg steht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Feuerfeuer, nee, wir schießen wollen wir den jetzt auch nicht unbedingt. Schlimme Zeiten sind das. Ja. Ich bin mir gar nicht so sicher. So. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Wie? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das haben wir doch gerade gelernt bei dem Kerl da vorne, hä? Bei dem hier, ich werde mit dir mein Handwerk beibringen und sowas. Noch mehr? Willst du mich verarschen? Moment mal! Er muss das ja besser wissen. Haben wir jetzt unsere Mana für? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Verfickte Scheiße, was haben wir denn jetzt gemacht? Ich dachte, wir haben das, indem wir ihm das Geld gegeben haben, das direkt gelernt. Ach Mensch, leck mich doch mal. Wir müssen auf die nächste Stufe warten. Das wundert mich nicht. Nein, die könnten wir auch ein paar Schwerter schmieden und uns die Rüstung hier direkt kaufen. Aber jetzt haben wir schon so viel investiert, das würde ich jetzt nicht machen wollen. So, wir können natürlich nochmal hier zu dem Kau gehen. Wir gucken, ob der noch hier eine Verrohling hat. Da können wir vielleicht ja noch was machen hier. Goldtechnisch. So. Tag. Kau. Was führt dich in diese arme Gegend? Wurf! Was suchst du hier? Ich weiß es noch nicht. Ich hab mich verlaufen. Was? Ich hab mich verlaufen. Dann pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst. Jo. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Wir würden jetzt auch nichts finden, wenn die Diebe mit dem Diebesgut direkt den Paladin vor der Nase rumtanzen würden. Was weißt du denn über die Diebe? Was weißt du über die Diebe? Ja. Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, vor allem Fremden gegenüber. Ich bin kein Fremder. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja. Vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Genau. So, ich bin kein Fremder, ich bin Schmiedelager, ich bin Harald. So. Hey. Tag, Meister. Kannst du mir helfen? Hat einer von denen nicht auch irgendwas verkauft oder so? Rohlinge? Woran kann ich mich hier in der Stadt am besten orientieren? Ja. Ist gar nicht so leicht, sich hier zurechtzufinden, was? Da helfen selbst die Wegweiser nicht immer. Gibt's Wegweiser? Wenn du einen schlechten Orientierungssinn hast, wird es das Beste sein, du gehst zum Hafen. Den wirst du ja wohl noch finden. Und es ist das Haus des Kartenzeichners. Es ist direkt neben der Kneipe an der Hafenmauer. Brahim hat bestimmt einen Stadtplan für dich. Ja. Ich werde ihm aber sagen, dass es mir gerade geben soll und nicht verkaufen. Bürger. Kannst du mir helfen? Du bist hier im Hafenviertel. Wo bist du hin? Oh, danke, das war alles. Ins obere Viertel. Wie komme ich ins obere Viertel? Ja. Geh von der Kaimauer aus die Hafenstraße hoch, dann kommst du in die Unterstadt. Am südlichen Stadttor gibt es eine Treppe, die zum inneren Stadttor hochführt. Ja. Dort beginnt die Oberstadt. Ach, danke schön. Sehr nett von dir. Das ist erstmal alles, was ich wissen wollte. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Jo, danke schön. So, hier kriegen wir nicht wirklich wieder Rohlinge, oder? Nö. Wir müssen aber jetzt auch mal wieder ein paar Quests hier machen. Wir brauchen mindestens die nächste Stufe. Die ist ja, naja, wird okay. Ein bisschen brauchen wir noch. So, was machen wir Hafenviertel? Gehen wir mit Trocker mal in den Puff? Ja, wir gehen mal ins Hafenviertel, wir gucken mal. Ja. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Können wir ja Trauer hier auf. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Was nur die eine Scheiße im Schädel, ey.
So, das habe ich schon immer gesagt. So, was ist denn hier? Ist das die Kneipe? Wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an. Warum ist es so das Schönste? Nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter zu teilen. Was will ich für Nadja? Ich hab Pocher dabei. Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. No. Nadja hat ja im Original so Pocher beschworen. So, ja. Also, ob sich jetzt hier irgendwas ändert. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich... Ich will dir nur ein... Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Brumor. Ich will keinen Ärger. Ja, ich bin und bleib immer noch der Ansicht, ich weiß nicht, ob die hier irgendwas mit Toran der Richtung eingebaut haben. Bist du... Ja, mir geht's... Jo. Genau, wir haben ja gespeichert, wir gucken mal. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Wieso glaubt eigentlich jeder, dass ich, egal wo ich reinkomme, Ärger mache, sage mal? Ich komme nur rein und sage freundlich guten Tag. Sieht so aus, als ob ich jeden überall Ärger mache? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Nein? Danke schön. Das ist ja interessant. Nur, ja. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Ich will mich amüsieren. Das ist eine schlimme Sache. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Ja, ich weiß nicht. So. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich will mich amüsieren. Guck mal. Wir gehen mal hoch da in den besagten Raum in Hoffnung, dass die alle mitkommen. Das will doch keiner mehr hören. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das interessiert mich nicht. Was du nicht siehst. Das ist ja besagt, das ist hier Bettchen, wo es dann losgehen würde. Aber das hier... Ich habe für so etwas keine Zeit. Nee. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Der erzähle ich gar nichts mehr. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hey, du! Das darfst du wisst ihr, was wir jetzt mal ausprobieren ja, werden? Die falschen Leute gesetzt. Weil immer hier sind zwei Rampen da unten. Das darfst du keinem erzählen. Weil ich wahrscheinlich eh neu laden werde, weil ich keinen Bock habe, die wieder hochzulotsen. Oder runterzulotsen. Probieren wir mal, ob sie sich mit teleportieren. Jo, die kommen mit. Das ist sehr gut. So, Test erfolgreich bestanden. So. Wir haben noch wie viele Minuten? Das schaffen wir nicht mehr ganz. So, wir verlassen mal diese Spielunke und gehen Richtung oberes Viertel. Hat hier noch irgendjemand Spiele-Rohlinge zu verkaufen? Da können wir noch ein bisschen Gold machen. So, Quests haben wir jetzt nicht wirklich welche geschafft heute hier. Ich denke mal, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. No. Gehen wir noch ins obere Viertel. Seid ihr alle da? Tora braucht wieder am längsten hier. Tora! Meld dich mal. Das ist kurz. Nö. Das höre ich zum ersten Mal. Wie lang ist der Tag überhaupt noch? Naja. Wir müssen dann langsam mal ein Bettchen hier suchen. Schlafen ist schwierig. Wenn die Begleiter hier. So. Er muss das ja besser wissen. Halt! Nur halt. Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich bin ein angesehener Bürger. Ich bin ein angesehener Bürger von Corinis. Lass mich durch. Was immer die Meister von Corinis bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen.
Du kannst reingehen. Wir können aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Das ist immer die Leute, die dich bewogen hat, dich als Paladin aufzunehmen, du blöder Affe. So. Paladin werden. Ich hab keinen Bock auf Paladin, ganz ehrlich. So. Wenn wir nicht Magier werden wollen und nicht Paladin werden wollen, ich glaub, da bleibt nur eine Richtung übrig. Ja. Du schon wieder. Ja. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Ja. Ich habe gehört, du hast schon die Zustimmung einiger Meister bekommen. Ja, ich bin alle. Jetzt Lehrling bei einem der Meister. Ja. Du meinst es wirklich ernst, was? Ja. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Mhm. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Ich habe Lord Hagen berichtet, dass du ihn sprechen willst. Und? Noch mehr. Was hat er gesagt? Er hat noch nie von dir gehört. Natürlich nicht. Hast du ihm von den Drachen erzählt? Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst mit diesen Geschichten aufhören? Was sind denn das manchmal für Texte? Das hatten wir bei der Definitive Edition schon. Das sind originale Texte. Aber ich weiß nicht, die habe ich noch nie gehört. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Ja. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Das ist eine schlimme Sache. Man darf halt. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Jo, so du bist ein, sowas sind sie ehrenwerte Paladine. Was sagt ihr dazu? Dora, ich hoffe, du wirst mit ihm kurzen Prozess machen in meinem Auftrag. Aber das machen wir ein andermal. Jo. Gut. Dann, machen wir Feierabend für die Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao.